Ja, hallo, hier ist der Quert und im Hintergrund seht ihr Halo 3. Und zwar nicht von mir, sondern vom Lieben, und jetzt kommt's wieder mit den Namen, der jetzt im Zweifel zwar höchstwahrscheinlich irgendwie falsch ausgesprochen wird, wobei er eigentlich nicht so komplex sein sollte, aber man weiß ja nicht, ob die Betonung eher deutsch oder amerikanisch ist. Oder Englisch, sollte man vielleicht fairerweise sagen, da es ja auch Engländer gibt. Egal, zurück zum Thema. Ja, es ist von Anthrax oder Anthrax oder ja, genau. Das hat er mir eingesendet und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich das jetzt mal verwenden. Nachdem ja, ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, mittlerweile ist die Zeit schon wieder vorbei, in der jetzt Halo 3 kostenlos war. Aber ihr kennt ja, top aktuelle Berichterstattung von uns ist ja nichts Ungewöhnliches. Ironie, für die es noch nicht gemerkt haben, gibt es hier auf diesem Kanal meist nichts, was irgendwie sehr top aktuell ist. Aber dafür stehen wir schon fast. Oder eher momentan. Also ich stehe zumindest dafür. Ja. Eigentlich wir beide, weil von der Psycho hat momentan auch, glaube ich, viel zu tun oder keine Lust oder keine Ahnung, was weiß ich. Und ist deswegen auch gerade nicht so wirklich am Videos machen. Und somit stehen wir eigentlich beide für nicht wirklich sehr gute Aktualität. Aber ja, naja, daran gewöhnt man sich ja, glaube ich, mittlerweile mit uns. Es gibt ja auch, wie gesagt, viele andere YouTuber, bei denen man gerne immer wieder vorbeischauen kann, die auch Halo machen. Die sind höchstwahrscheinlich deutlich aktueller als wir. Dazu kann ich ja auch nochmal verlinken, das Video, das der liebe Psycho mal gemacht hat, mit, wie hat das genannt? Ich glaube, deutsche Halo-Spieler im Netz oder so, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung stopfen und dort könnt ihr auch mal bei anderen Leuten vorbeisehen, falls ihr aktuelle Infos wünscht, weil hier werdet ihr sie nicht finden. Apropos andere YouTuber. Ich habe letztens, gestern um genau zu sein, oh, da hat er Glück gehabt hier, dass er nicht gelasert wurde, der liebe Anthrax. Ich habe letztens, also gestern, oh, okay, jetzt wurde ich schon wieder unterbrochen, aber der war schön, muss ich sagen. Fand ich zumindest. Naja, nochmal von vorne. Ich habe gestern auch ein weiteres Dual Commentary, wobei ich das Wort ja hasse, wie die meisten vielleicht schon mitbekommen haben. Ein Video zusammen mit einem anderen YouTuber gemacht. Theoretisch kann ich den Namen eigentlich jetzt schon nennen, aber dann wäre es ja lame, weil dann wüsstet ihr ja schon, was kommt. Und ich meine, seit wann kläre ich denn meine Zuschauer auf? Das wäre ja jetzt komplett neu. Naja, deswegen tue ich es nicht. Mit einer anderen Person gemacht, sehr nett. Also würde ich gerne immer wieder wiederholen, war auf jeden Fall sehr spaßig und die Person wird schon wissen, was sie gemeint ist, insofern sie dieses Video sieht. Wovon nicht unbedingt auszugehen ist, da ich, zumindest bei mir ist es so, so viele Videos kann kein Mensch mehr schauen. Ich habe in letzter Zeit einfach nicht Zeit, um so viele Videos zu schauen, zum Teil. Das ist richtig krass. Es gibt so viele YouTuber, die irgendwie Videos machen, die ich mal schauen wollte. Es gibt so viele neue, kleinere Halo-YouTuber, nachdem man muss ja sagen, es ist ja schon fast so, wie als wäre die erste Welle jetzt so gesagt ausgestorben. Wir sind noch so die letzten Überbleibsel, die noch so medium aktiv sind. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Inaktiven von dieser ersten Halo-YouTuber-Welle, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil die ganzen alten Größen sind momentan zumindest nicht wirklich aktiv. Soll heißen, GGC macht meines Wissens momentan kaum Videos. Und FFL ist ja auch nicht mehr da. Nicht mehr so wirklich. Und wen gab es denn noch alles? Tja, da hört meine Kompetenz schon wieder auf. Mein Kurzzeitgedächtnis zeigt mal wieder seine Stärken. Oder auch nicht. Und tja, an mehr kann ich mich gerade im Moment nicht erinnern. Es gab aber noch deutlich mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber naja, tja, mein Gedächtnis. Also an alle, die ich jetzt gerade vergessen habe, tut mir leid, es ist nicht persönlich. Es ist wirklich nicht persönlich gemeint. Aber ich bin sehr vergesslich. Ja. Auf jeden Fall so wie ich das Ganze wahrnehme, sind so die allerersten der Halo-YouTuber hier wieder nichts mehr tun. Und jetzt kommt die neue Generation, wenn man so möchte, die jetzt hier YouTube-Videos macht, viele kleine, neue, und das ist eigentlich ganz interessant. Großes Problem, ich komme einfach nicht dazu, die ganzen zu sehen, weil ich in letzter Zeit eh kaum dazu komme, YouTube-Videos zu schauen, weil ich erstens noch ein bisschen zocken will, ja, und zweitens auch noch schulisch momentan tatsächlich sogar halbwegs Stress habe,
Ich und Stress, zwei Dinge, die es eigentlich nicht geben kann, aber ja, irgendwie schaffe ich es dann doch irgendwie immer wieder. 90% meines Stresses ist eh hausgemacht. Aber vor allem auch zeitmäßig ergibt sich momentan nicht so viel, weil ich jetzt, also theoretisch hätte ich jetzt an der Voss, weil, keine Ahnung, hat man irgendwie deutlich weniger Nachmittagsunterricht als am Gymnasium. Zumindest als ich so 9. Gymnasium war, hatte ich eigentlich schon das Doppelte an Nachmittagsunterricht, was ich jetzt habe. Und jetzt habe ich eigentlich nämlich nur an einem Tag 2 Stunden Nachmittagsunterricht und sonst immer nach der 6. Stunde aus. Wenn da nicht meine Wenigkeit wäre, die gemeint hatte, sie müsste sich für allerlei komische Kurse anmelden. Also gut, was heißt allerlei? Es sind, um genau zu sein, zwei. Einmal ist es Rhetorik und einmal ist es so ein komisches CAE-Schissel, also so Cambridge Advanced English oder so, das uns da kostenlos der Kurs angeboten wurde. Und da dachte ich mir, ja, der kostet sonst was. Wieso mache ich's mal nicht? Dann kann ich nicht dieses komische CAE Certificate kriegen in so verschiedenen Klassen und das ist toll und fancy und das kann ich dann in meine Bewerbung schreiben und alle lieben mich oder so. Das ist zumindest der Plan. Und ja, deswegen mache ich das momentan. Und da der Kurs eben kostenlos ist und wir nur die Abschlussprüfung bezahlen müssen, wobei die auch, glaube ich, mit 160 € zu Buche schlägt, habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Also kann man ja mal versuchen. Ne? Kostet ja nichts. Und deswegen habe ich jetzt eben an 2 Tagen dann auch mal ziemlich lang Unterricht, vor allem bei Rhetorik. Ist das ja, also das CAE-Zeug ist immer 2 Stunden, glaube ich, oder noch länger. Auf jeden Fall vergleichsweise lang. Und das Rhetorik-Zeug ist eigentlich nicht so lang. Das große Problem ist, dass ich den Lehrer erstens total nett finde und dann auch noch mit Kumpels da in diesem Rhetorikzeug bin und dann schweifen wir immer ab, was Themen angeht und labern einfach irgendwie sinnlose Scheiße und dann zieht sich das immer ewig lang in die Länge. Ewig lang in die Länge. Und das Gameplay ist zu Ende übrigens. Eine Perfection, ja. Wunderschön. Gibt's auch noch hier sogar mit Medaille. Im Gegensatz zu Halo 4. Blick links, Blick rechts. Und jetzt muss ich mich beeilen, dass ich hier noch fertig werde. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und deswegen zieht sich das immer ewig lang. Zieht sich das immer so in die Länge. Und deswegen ist das dann immer sehr unpraktisch, weil danach bin ich dann immer total müde und habe irgendwie keinen Bock mehr, auch nur irgendwas zu tun. Da werfe ich dann meist nur noch die Konsole an, zocke ein paar Runden und dann mache ich vielleicht was für die Schule. Aber naja, meistens bin ich nicht so tugendhaft, dass ich da irgendwas tue. Da muss ich gar nicht erst hier künsteln. Ja, tja. Deswegen komme ich in letzter Zeit nicht so zum Videos machen, außer eben am Wochenende. Und am Wochenende ist es dann meist so, dass dann, da kommt dann der liebe Ischmer wieder zurück aus der Kaserne. Und dann zocke ich meist mit dem und komme auch nicht zum Videos machen. Und vor allem komme ich auch mit ihm nicht zum Videos machen, was auch mal nötig wäre. Oh Mann, Ischmer, echt, was tust du eigentlich? Was soll denn das? Und auf jeden Fall, ja, bin ich von meinem ursprünglichen Thema komplett abgeschwiffen, keine Ahnung. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Aber es ist mir sowieso wieder entfallen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich müde bin, dann schaue ich meist auch keine Videos von anderen Channels. Und das ist traurig, weil es gibt eben, wie gesagt, jetzt viele neue kleine Halo-YouTuber und ich komme nicht dazu, die alle zu sehen. Und ja. Dann beende ich dieses Video mit einem letzten Satz. Spielt Halo 3! Los! Los! Spielt Halo 3! Und ciao und tschüss, sagt der Quent.